Bitte, Workout, bitte. Mané, Mané, Koulibaly, Senegal, Wuppertal. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem mit IQ-Pack, wer bin ich? Dieses Video wird unterstützt durch OneFootball. Wir haben heute eine schöne SBC gemacht, und zwar die Mit-Icon-Set. SBC. Und Ernie ist in meinem Account drin, ich bin wieder in seinem Account drin. Gleich werden wir das Ganze öffnen. Wir haben natürlich wieder ein paar Fragen vorbereitet für den anderen, um herauszufinden, welche Ikone man dann gezogen hat. Ich habe gar nichts vorbereitet, lass mich in Ruhe. Mich auch nicht. Ihr habt das Format ja mega gefeiert, Leute. Die Toti-Woche ist jetzt vorbei. Ne? War leider nicht so ein Toti, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber war trotzdem eine coole Woche. Danke für euren Support. Und jetzt geht es natürlich auch wieder weiter mit normalen Videos. Ihr habt das Format ja auch unnormal gefeiert. Deshalb lasst schon mal jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Checkt alles in der Beschreibung ab. Und ihr wisst ja, denke ich, wie das Format läuft. Wir öffnen beide das Pack bei dem anderen. Dann werden abwechselnd Fragen gestellt. Die Frage darf nicht wiederholt werden. Und am Ende muss derjenige discarden, aber der andere darf noch nachziehen. Genau. Und wir gucken wieder nicht nach. Bist du bereit für ein bisschen Packluck? Ja, hoffentlich. Zieh mir mal wieder so ein, aber nicht Vieira wieder, ey. Hör auf. Dann würde ich den direkt discarden. Okay. Ja, sollen wir öffnen? Ah, wir müssen aber noch Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer anfängt. Schnick, Schnack, Schnuck. Blatt. Stein. Scheiße. Jawohl. Egal. Du hast ja eh nichts vorbereitet. Dann überleg dir jetzt schon mal eine Frage und ich würde sagen, wir öffnen. 3, 2, 1. Go. Go. Come on. EA Sports. Pack Luck. Haha. Go shot. I can. Ja, Ernie, was sagst du? Was sagst du, ne? Ich sag gar nichts. Ich würde sagen, du darfst gleich starten mit der ersten Frage. Okay, ich fang mal an. Ist meine Icon eine Top 9 Icon? Von der Nation her? Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Ich darf ja nicht dasselbe fragen, erst in der nächsten Runde, wenn er wieder dran ist. Genau. Kommt meine Icon aus Europa? Nein. Was? Not Europa. Keine Europa? Nee, keine Europa. Jetzt bin ich ja wieder dran, Alter. Es ist wieder dieses Fragen hin und her, ey, Mann. Wähle weise deine Fragen. Aber ist ja egal, ob du jetzt mit Nein oder Ja antwortest. Es hat eine Frage gestellt, die gut ist, weil ich immer haben. Und habe ich eine neue Icon gezogen? Nein. Okay. Die ist schon ziemlich alt. Gut, meine Frage, ist meine Icon playable? Ja, was ist das für eine Frage? Also Weekend League. Ja, Weekend League mäßig würde man die zocken können, wenn man schon so auf 27 Siege schwitzt. Oder sagen wir mal auf 23. Nein. Nein? Nein. Oh, was ist das denn schon wieder für eine Kacke? Scheiße. Jetzt kann ich dasselbe nicht fragen, ey, scheiße. Ja, von mir aus stoß jetzt schon ab. Oha. Was kann man denn fragen? Ist meine Icon mehr als 400k wert? Ja. Okay, ja, scheiß 400k war nicht eine gute Zahl, ey, scheiße. 400k. Okay, gut, das heißt, ich habe irgendwas, was nicht playable ist. Das wird natürlich jetzt schon wieder schwierig zum Erraten sein am Ende. Ich muss jetzt irgendwas überlegen. Also kein Europa. Das heißt, es gibt ja eigentlich... Also aus Afrika gibt es ja eigentlich nur gute Icons. Es sei denn, es wäre jetzt so ein Okocha. Oh nein. Aber es gibt halt noch Südamerika. Aber die Frage ist, würde mir diese Frage jetzt viel bringen? Du hast jetzt eben was mit dem Preis gefragt, ich darf nichts Preismäßiges fragen. Asien gibt es ja eigentlich auch. Okay, es gibt noch Nakata. Ansonsten fällt mir eigentlich gar nichts ein. Was ist mit so viel Erdkunde hier, Alter? Das ist der Erdkundestudent oder was? Ja, ich muss den Leuten ja mal teilhaben lassen. An den Gedankengängen. Die Synapsen werden verbunden. Boah. Schwierig.
Nicht playable. Okay, ich habe eine Idee. Habe ich einen Mittelfeldspieler? Also wenn du bei FIFA Mittelfeld eingibst. Also Mittelfeld ist ja RM, LM, ZOM, ZDM, ZM. Ja. Ja? Ja. Aha. Ja, das ist eigentlich schon mal voll gut, weil jetzt könnte es Nakata sein, es könnte ein Okocha sein und halt alles Mögliche, was es dann aus Südamerika gibt. Ansonsten fällt mir nichts ein, was sonst noch mittelfeldmäßig unterwegs ist in Afrika und Asien. Weil Europa fällt ja schon mal weg und damit fallen sehr viele Icons weg. So ein Sokrates könnte man safe spielen. Ja gut, dann frage ich jetzt mal. Ich kann ja auch fragen. Kommt mein Icon aus Europa? Ja. Ja? Ey, ja, gibt's so viel Auswahl, Alter. Komm doch irgendwo aus einem anderen Land, ey. Puh. Okay. Alles klar. Also ich glaube, ich frage nicht nach Preis, weil preislich wird es sowieso. Also ich kenne mich gar nicht aus, das wird mir nicht viel bringen. Und wahrscheinlich kostet die eh nicht mehr als 250k, würde ich jetzt mal schätzen. Aber es macht halt gar keinen Sinn, da irgendwie was zu fragen. Ich frage deswegen, kommt meine Icon aus Südamerika? Gibt es irgendwas? Ja, Südamerika. Boah, Südamerika, was zählt denn alles dazu? Jo, weiß was. Ja, beruhig dich mal. Ja, kommt die. Mann. Okay. Boah, was gibt's denn da im Mittelfeld? Ah, Mann, du bist schon wieder so weit, habe ich das Gefühl, Alter. Und ich tanze hier die ganze Zeit auf derselben Stelle rum, ey. Top 9 Icon aus Europa. Das ist keine neue Icon. Mehr als 400k. Ja. Was ist das denn? Das ist mein Tee. Dem wird jetzt hier gemacht. Das Wedeln und Wutschen des Tees. Ey, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen die riskanteren Fragen stellen. Habe ich einen Verteidiger? Ja. Okay. Ja, du triffst aber auch irgendwie, also erstens siehst du immer Verteidiger und zweitens triffst du auch immer direkt beim ersten Mal die Position. Boah, Südamerika. Nicht playable. Gibt nur Kacke. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was mir da, boah, welche Spieler gibt's denn da alle? Es gibt halt, ist so ein Ronaldinho, ist der mit, der wäre playable. Für mich wäre der nicht playable. So. Der mit, nein, ist scheiße, würde ich auch nicht spielen. Es gibt halt noch so ein Rivaldo, Riquelme. Ich weiß nicht, Sokrates würde ich schon sagen, ist so ein bisschen playable. Aber die anderen sind viel zu langsam und den könnte man schon als Sechser spielen. Ansonsten, was gibt's denn da noch großartig? Gibt's irgendeine Frage, die mir jetzt weiterhilft? Ich müsste das Ganze jetzt eingrenzen irgendwie. Habe ich einen ZOM? Nein. Nein? Oh. Nein. Dann fallen ja schon mal Rivaldo und Riquelme, glaube ich, weg, soweit ich weiß. Ich kenne mich auch nicht aus, aber die haben ja verschiedene Versionen, ob die Baby-Variante die. Aber Version das mit. Wir haben. Ich weiß. Achso, ja. Kennst du die mittlere Karte von denen? Und ich meine, die sind. Ach so, das kann ja sogar sein, dass Rivaldo LF wäre oder so. Stimmt. Ja. Boah, ich weiß gar nicht. Schwierig. Ja, ich muss jetzt wieder ein bisschen Risiko eingehen. Irgendwie sagt mir mein Gefühl. Ich frage mal, habe ich einen Italiener gezogen? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die richtige Fährte. Italiener? Ja. Boah, habe ich ja. Ja, das ist unglaublich. Das macht gar keinen Sinn. Let's go, Alter. Wie kann das sein? Es gibt noch so viel. Ja, okay, so viel gibt es aber auch gar nicht mehr. Ja, aber was würde es sonst noch geben, weißt du? Ja, es gibt noch Frankreich. Stimmt, Frankreich. Aber sonst? Krömann, aber der ist ja auch nicht viel wert, glaube ich. Okay, also was gibt es denn noch aus Südamerika? Es gibt Sokrates, ich glaube, es gibt noch einen Veron. Ansonsten haben die irgendwie RM, LM, fällt mir überhaupt nichts ein. Mir fällt da gar nichts zu ein. Und ein Sokrates wäre eher playable als ein Veron. Und da mir sowieso momentan nichts einfällt und ich wüsste auch jetzt nicht genau, was ich da großartig noch anders fragen soll. Und preislich kenne ich mich eh nicht aus. Deswegen glaube ich, habe ich Veron? Ich habe Veron. Ja. Let's go! Okay, das ist jetzt nicht so nice, aber... Weißt du das denn, Mann?
Ja, es gab gar nicht mehr viel. Also mir fiel gar nichts mehr Großartiges ein sonst. Weil Sokrates, würde ich sagen, ist halt playable. Und da ich kein ZOM habe, habe ich den dann ausgeschlossen. RM, LM fällt mir nichts ein, außer Garincha, aber der ist halt krass. Ronaldinho ist ja, glaube ich, ZOM auch, der, aber ein Baby nur. Was ist der Wert? Der ist, ich glaube, 420.000 so. Veyron ist sogar so viel wert. Ja, 420.000. Kurze Frage, darfst du überhaupt noch nachziehen? Du hast ja angefangen. Naja, eigentlich darf ich nicht nachziehen, aber ich will trotzdem raten. Okay, komm, versuch's. Warte mal, wir fallen jetzt ein. Digga, hör auf, wenn ich Maldini gezogen habe. Hör auf. Maldini gibt es. Es gibt Nesta, Cannavaro, Zambrotta. Ja, das fällt mir jetzt auch keiner mehr ein. Das sind die einzigen. Was? Sonst noch jemanden? Ja, Baresi, aber der ist halt, okay. Der ist ja nichts wert. Ja, Baresi. Habe ich Cannavaro gezogen? Ja. Cannavaro. Ja, kein Maldini, was ist der wert? Ich glaube 450.000 ungefähr kostet Cannavaro. 60, ja, ist noch verkraftbar. Ey, hätte ich jetzt einen Maldini gezogen, ich hätte den Kopf abgehackt, Alter. Ja, dann wäre vorbei. Dann wäre aber auch, überleg mal, der wäre ja 2 Millionen wert, ja. Oder so. Cannavaro ist halt jetzt auch nicht so playable, finde ich. Da ist der Baby besser. Wir hatten beide gut den richtigen Riecher gehabt, ey. Ich habe einfach in den Raum geraten, ey. Mann, eigentlich, scheiße, warum habe ich angefangen? Hätte ich nachgezogen? Hätte ich jetzt bestimmt, nee, ich hätte, glaube ich, nicht Cannavaro gesagt. Aber egal. Ja, gab's noch was anderes eigentlich jetzt bei mir, außer Veyron? Hätte es noch was gegeben? Nee, oder? Außer Sokrates wäre mir gar nichts eingefallen. Sokrates ist auch ZOM oder nicht? Oder ist der ZM? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es kann sogar sein, dass der ZOM ist. Ich blick da auch nicht durch. Das ist das Problem, wenn man die ganzen verschiedenen Varianten nicht kennt. Aus Südamerika sieht nur hier Veyron. Dann gibt es Kakas ZOM, Sokrates ZOM. Ja, und Rivaldo auch und so, ne? Riquelme auch. Ja, stimmt. Rivaldo ist nicht mal dabei. Rivaldo ist dann, glaube ich, LF. Ja. Krass. Ja, dann gab es ja nur quasi den. Lol. Let's go. Okay, dann stoß jetzt dein Cannavaro. Ja. Komm weg. Aber kann ich noch verkraften, Alter. Kann ich noch verkraften, ey. Wenn das jetzt so ein Zambrotta gewesen wäre, wäre ekelhaft. Was wär's? Zambrotta? Aber den hast du denn nicht, hab ich dir den nicht schon mal gezogen? Ja, ich hätte das mit dem Baby gezogen, ja. Ja, dann nehmen wir den mittleren auch noch mit. Kannst du beide in einer Mannschaft spielen. Alles klar. Ja, war eine geile Runde. Leider nicht so was Krasses gezogen, aber macht trotzdem immer Bock, den Spieler zu erraten. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Morgen gibt es natürlich wieder ein neues Video. Morgen kommen die Rewards von der Weekend League. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, checkt alles in der Beschreibung aus. Und wir sehen uns, Leute. Haut rein und ciao. Ciao.